Oh, da ist er schon. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hack! In mein Büro! Vielleicht ist das eine neue Art von Red Eyes. Folge Hank und hör zu oder untersuche das Büro. Ich möchte das Büro untersuchen. Ich gehe das Büro untersuchen. Haben wir hier noch sonst noch irgendwas? Da ist noch irgendwas. Ah, da kann man noch was lesen. Ah, das lesen wir ja immer später. Oder gar nicht. Die drei Gesetze der Robotererziehung. Familienleben war niemals leichter. UN warnt vor Dritten Weltkrieg. Und was haben wir hier noch für eine Zeitschrift? Ivanov sagt niet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Und die möchte ich jetzt nicht lesen. Okay. Wir wollen das Büro erforschen. Mit nur ein paar davon den ganzen Tagesbedarf in Kalorien decken. Ja, das stimmt. Das sind Donuts. Oh, hallo. Sieh mal da. Ach, der Arsch. Unser Freund, der Plastikdetective, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, Detective Reed. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Steht da, ich bin ein Prototyp. Horst. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. What? Jetzt mach schon! Nein. Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh. Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Ah, Detective Reed, ich hab dich sehr, sehr gerne. Arsch, ganz genau. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Öffentliche Meinung geht nach unten. Was? Wieso geht denn dadurch jetzt meine öffentliche Meinung nach unten? Was soll das denn? Wartet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir baten CyberLife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Das erste Buch einer künstlichen Intelligenz. Warum haben diese Fernseher in-game eigentlich immer 30 FPS oder höchstens vielleicht sogar noch 15? Träumen Menschen von tierischen Schafen steht an der Spitze der Bestsellerliste. Auch die Kritiker. Träumen Menschen? Was? Befrage den Abweichler und sieh nach Hank. Sympathischer Zeitgenosse, ein Bad Boy, ja. Welchen Abweichler soll ich überhaupt befragen? Da hinten können wir zwei Sachen machen. Da steht wahrscheinlich der Abweichler. Ich gucke jetzt erstmal hier. Gehen wir mal in den OBS-Raum. OBS läuft bei mir ja auch gerade. Gucken wir mal, was es hier gibt. Da könnte ich die jetzt beobachten, ja? Okay, die befragen da irgendjemanden. Kann ich da einfach rein? Nee, oder? Nein, kann ich nicht. Oh, gehen wir erstmal auf Klo. Auch Androiden haben Bedürfnisse. Zum Beispiel sich im Spiegel anzusehen. Mhm. Ja, die Krawatte sitzt, Connor. Alles gut. Sehr schön. Okay, mehr konnten wir hier nicht machen. Na super. Hauptsache, wir waren auf dem Klo. Bisschen mal die Nase gepudert. Okay, da könnten wir jetzt hier, glaube ich, den Abweichler befragen, ne? Was? Was glotzt du so? Weiß nicht, schicke Jacke. Hey, was? Pass auf, was du sagst.
Hallo? Ich habe auch Gefühle. Na? Triggern wir das nochmal? Nein. Man wird mich zerstören. Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich werde sterben. Abweichler reagiert nicht. Kann ich zu ihm rein? Nee. Toll. Hätte vielleicht was anderes gesagt. Hätte er vielleicht noch was anderes gesagt, aber... Was? Öffne die Zelle, schnell! Beeilung! Ich rufe Cyberlife an. Mach das sauber. Immer noch nicht rein. Oh, jetzt kein. Doch. Analysieren kann ich da aber auch nichts. Ich kann mir das jetzt nur angucken. Okay. Er hat sich quasi dafür entschieden, dann selber sich das Leben zu nehmen. Ist aber die Frage, ist das Leben? Was? Was guckst du da so? Ist da was? Kann ich hier wieder gehen oder was? Ach, das Archiv. Archiv. Ist das Archiv? Authorized Personnel Only. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich reingehe oder nicht. Okay, schade. Ich kann nicht entscheiden, ob ich gegen meine Programmierung arbeite quasi und es einfach tue. Ich hatte gar keine Chance. Irgendwas ist noch gelockt. Achso, ah ja, warte. Dem sollen wir gleich, nach dem sollen wir sehen. Ich wollte nur gucken, weil irgendwo, irgendwas haben wir noch nicht entdeckt, oder wie war das? Weil da noch so das Schloss vor ist. Aber sonst ist ja auch, glaube ich, nichts mehr. Aber ich kann auch nicht sprinten oder so. Können wir in das Büro von seinem Boss gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das können wir lesen. Da rein können wir nicht. Captain Fowler. Captain Fowler ist gerade nicht verfügbar. Na gut. Dann reden wir mit Hank. Wir sind mal... Ach, okay. Ah, da fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt mir. Warte. Ich würde... Oder hätten wir das irgendwie anders rauskriegen können? Wahrscheinlich, ne? Weil hier gibt es jetzt nichts mehr, was wir noch tun können. Das heißt, diese Herangehensweise fehlt uns jetzt. Das ist sehr schade. Gut, dann reagieren wir konstruktiv. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Analysiere Abweichler-Dateien. Wahrscheinlich dann am Schreibtisch, oder was? Ja,
Da ist nur das Büchlein zum Lesen. Hallo, hallo. Ich wohne hier. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Scheiße. Das wusste ich doch nicht. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Okay, jetzt ist die Frage, ob wir das Anti-Androiden-Ding ansprechen. Ich sprech's mal an. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Oh, ja, ich hab's geahnt. Das nennt man wohl abgeblitzt, ja, wahrscheinlich. Wie war's denn bei Fowler eigentlich? Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Wie spät ist? Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit? Das wollte ich doch nicht. Ich komme, wenn ich komme. Okay, Entschuldigung. Jetzt hör auf zu nerven, ja, okay? Okay, Entschuldigung. Okay, wir fangen mit der Arbeit an. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Danke. Okay, Zugang. Okay, ich blende mich wieder ein. L-Series oder AL-Series? Fallbezug verschwunden. Opfer Gordon Lopez, meldender Officer. Fallbezug ist ungelöst. Android überwirrt? Ja. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. AV-Series. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 234777821 angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitete. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist noch immer flüchtig. AP-Series. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden, einem AP700 Nummer 480913802, angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Vermisst. WR-Series. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet von unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden, Modell WR-400, Nummer 641790831. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Okay, ich lese erstmal noch weiter durch. Alle Aktenscannen machen wir gleich. Leo Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters Karl Manfred gefunden. Laut Aussage des Letzteren gab es eine Auseinandersetzung zwischen seinem Sohn und dem Hausandroiden. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. AX, das ist Kara! Der Kläger behauptet, gewaltsam von seinem Hausandroiden, einem AX400-Modell, angegriffen worden zu sein. Der Android war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hat bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens gezeigt. Das ist Kara! Ja, wenn ich Sex-Android lese, dann verhaspel ich mich sofort. Da kommt ein Gedanke in meinen Kopf. Okay, das war. Dann scannen wir alle Akten. ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen.
Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Das Labor sagt, ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Das kann ich nicht. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Ja, das war so semi-erfolgreich, würde ich mal sagen. Okay, Hank hat eine Spur. Hank ist sauer. Hank musste sauer werden, ja? Trophäe halten, kenne deinen Partner. Okay, Android gerettet in das Verhör. Carlos Android zerstört sich selbst. Okay, da fehlt uns irgendwas. Irgendwas haben wir nicht gesehen, als wir auf Hank gewartet haben. Ivanov sagt Njet lesen. Hank stürmt raus. Aber scheinbar musste Hank hier sauer werden. Es ging gar nicht anders. So scheint es zumindest. Wie können das nur 9... Haben die vorher aufgehört zu spielen? Oder wieso haben das nur 99%? Hank erscheint. Okay.